Warum bringt Gott jetzt nicht schon Gerechtigkeit auf diese Erde? Und ich denke, das ist eine gute Frage. Was ist die Antwort darauf? 2. Petrus 3, Vers 9. Du schlägst wieder Psalm 10 auf. Ich schlage Psalm 10 auf. Ich lese dir vor aus 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9. Da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Warum kommt Jesus nicht sofort wieder? Bringt einfach Gerechtigkeit, alle Gottlosen werden ausgerottet. Übrigens, weißt du, was das bedeutet? So viele Leute da draußen, die aus einem unehrlichen und selbstgerechten Herzen heraus Gott anklagen, mit einer unehrlichen Frage, wie kann Gott all dieses Leid zulassen? Das ist alles so ungerecht in dieser Welt. Sie verstehen nicht, dass Gottes Gerechtigkeit, die er bringen wird, sich gegen sie richten wird. Verstehst du, was ich meine? Warum kommt nicht Jesus einfach sofort zurück und bringt Gerechtigkeit, schafft jetzt schon einfach zu 100% Gerechtigkeit? Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Schau, würde Gott jetzt einfach zu 100% Gerechtigkeit bringen, es würden einfach ein Haufen Leute sterben, die aber vielleicht noch die Chance hätten, gerettet zu werden. Was ist besser? Ist es da nicht besser, diese Welt laufen zu lassen, wie sie ist? Und schau, es ist nicht so, dass Gott gar nicht eingreift. Dazu komme ich gleich noch. Aber im Großen und Ganzen werden mehr Menschen gerettet, wenn Gott nicht einfach jetzt schon zu 100% Gerechtigkeit schafft. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus. Nicht einfach ein Hinauszögern, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern es ist Gottes Geduld, es ist Gottes Gnade, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Psalm 10, wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Psalm, den wir am Anfang gelesen haben, Psalm 10, Vers 13. Da heißt es, warum soll der gottlose Gott lästern in seinem Herzen und denken, dass du nicht danach fragst? Psalm 10, Vers 14, du hast es wohl gesehen. Also jetzt kommt der Psalmist dazu, Gott hat es gesehen, doch. Am Anfang, was hat er für eine Frage gestellt? Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Aber was lesen wir jetzt? Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht. Schau, all das Leid, das es in der Welt gibt, Gott gibt Acht darauf. Das ist, was die Bibel sagt. Gott weiß es. Gott gibt Acht darauf. Du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen, des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Machte Gott dem Leid in der Welt sofort ein Ende, dann würden weniger Menschen gerettet werden. Dann würden weniger Menschen gerettet werden. Schau, wir müssen als Christen das Leid in der Welt als einen Anreiz zu etwas Positivem verwenden. Das Leid in der Welt, das sollte uns daran erinnern, Gott hat immer noch Langmut mit dieser Welt. Er lässt immer noch die Dinge so laufen und schafft dem Unrecht in der Welt nicht einfach so zack ein Ende. Warum? Weil er will, dass jedermann Raum zur Buße habe. Wir müssen das Leid in der Welt als Anreiz nutzen, Seelengewinne zu gehen, Menschen zu retten. Und wenn wir Menschen retten, lass mich dir was sagen. Ihr Leid, das sie erlebt haben, das sie noch erleben werden, ihr Leid wird einen Sinn haben. Lass uns beten.